Hallo und herzlich willkommen zum Kachelmann-Wetter. Wir schauen zum einen natürlich nochmal auf den morgigen Sonntag, wo sich im Süden ein paar kräftige Gewitter entwickeln können. Ja, und dann müssen wir natürlich nochmal über die nächste Woche sprechen, wo uns ja vor allen Dingen in der Nordhälfte ein sehr unbeständiger und kühler Witterungsabschnitt erwartet. Zeitweise wird es dazu auch sehr windig bis stürmisch werden. Ja, und zu guter Letzt, da wollen wir mal vorsichtig auf das nächste Wochenende schielen, denn da deuten die Wettermodelle an, dass sich so ein bisschen wieder mehr Hochdruckeinfluss bemerkbar macht und uns eventuell dann auch wieder sommerlich warme Luftmassen erreichen können. Wir gucken uns das Ganze der Reihe nach an, schauen natürlich erstmal auf den morgigen Sonntag. Ja, und da haben wir eine gewisse Dreiteilung beim Wetter. Über den Norden ziehen weiterhin oder schleifen weiterhin doch häufig dichtere Wolken hinweg. Hier kann es vor allen Dingen so Richtung Küsten auch ab und zu mal etwas regnen. Umso weiter wir in Richtung Landesmitte vorankommen, umso mehr Sonnenschein haben wir da, vor allen Dingen so über der südlichen Mitte. Da gibt es doch wieder einen sonnigen und trockenen Tag. Im Süden gibt es auch erstmal den Sonnenschein. Hier haben wir aber diese ja schwülheiße und labile Luftmasse. Und hier deuten die Wettermodelle anders als heute, wo es wahrscheinlich nur zu einzelnen Gewittern kommt, doch an, dass es hier dann doch etwas häufiger zu Gewittern kommen kann. Vor allen Dingen in Bayern und Baden-Württemberg, aber auch so in etwa noch eventuell noch so die Südpfalz, Saarland betroffen. Und hier kann es vor allen Dingen so zum späten Nachmittag und Abend zu örtlich kräftigen Gewittern kommen. Vor allen Dingen gilt das so für den südlichen Teil von Bayern und Baden-Württemberg. Hier ist auch die energiereichste Luftmasse vorhanden. Also einzelne Unwetter, örtliche Unwetter hinsichtlich Starkregen, Sturmböen und Hagel sind nicht ausgeschlossen. Ja, bei den Temperaturen sehen wir weiterhin ein doch relativ großes Gefälle. Im Süden halt diese schwül-heiße Luft mit 30 bis 33 Grad am morgigen Sonntag nochmal. Aber auch im Norden wird es morgen noch nicht so wirklich kühl werden. Auch selbst im Hamburger Raum mit den zeitweise dichteren Wolken nochmal Werte um die 25 Grad. An den Küsten sind so 20, 21 Grad. Ja, von diesen Temperaturen, da müssen wir uns dann aber in der neuen Woche verabschieden. Wir gucken mal auf die Wetterlage für den Dienstag. Da sehen wir eine komplette Umstellung und beschäftigt zunehmend ein kräftiger Höhendruck. Und da eine zugehörige Kaltfront wird uns dann morgen von Nordwesten her schon relativ schnell erreichen. Dahinter gelangt dann kühle Nordatlantik Luft zu uns und dazu wird es dann vor allen Dingen zum Dienstag sehr windig bis stürmisch im Norden werden. Wir haben ein Sturmtief dann über Südskandinavien und an dessen Südseite nehmen die Luftdruckgegensätze zu und hier wird es wirklich richtig herbstlich mit viel Wind, Regen und auch vielen Wolken. In Richtung Südwesten, da macht sich noch so ein leichter, schwacher Hochdruckeinfluss bemerkbar. Nun gucken wir uns mal die Karten für den Montag an. Da ist es schon allgemein unbeständig im äußersten Südosten, also zwischen Lausitz und Niederbayern. Da hält sich noch ein bisschen wärmere Luft. Hier sind noch mal so Temperaturen um die 25 Grad möglich. In dieser wärmeren Luft auch noch mal örtliche Gewitter. Dahinter gibt es dann so einen Bereich so von Baden-Württemberg über Franken bis nach Brandenburg, wo es vor allen Dingen zum Nachmittag gar nicht mal so unfreundlich ist. Sonne und Wolken im Wechsel, kaum Schauer auftreten, während es dann Richtung Norden und Nordwesten dann doch weitere, zum Teil kräftige Schauer gibt und auch einzelne Gewitter mal so Richtung Nordseeküste. Ja, dazu die Temperaturen, deutlicher Rückgang dann im Nordwesten. 20 Grad werden wir dann nicht mehr erreichen. Im Süden, wie gesagt, auch Südosten hält sich noch etwas wärmere Luft. Dazu wird der Wind dann vor allen Dingen dann zum Abend im Nordwesten schon auffrischen. Erste stürmische Böen sind an der Nordseeküste durchaus möglich. Ja, und dann kommt der Dienstag und das ist der Tag mit viel Wind und viel Regen in Richtung Norden und Nordosten. Am Rande dieses Sturmtiefs wird es dann halt zum Teil kräftige Regenfälle geben und vor allen Dingen dann im Norden und Nordosten sind auch so Böen von 70 bis vereinzelt auch mal an die 80 km/h möglich. Das ist nicht der große Sturm für diese Jahreszeit, aber durchaus schon beachtlich. Ja, in Richtung Süden, da sieht es ein bisschen ruhiger aus. An den Alpen hängt unter Umständen noch die Reste der Kaltfront. Hier wird es ein bisschen schwieriger mit Auflockerungen. Ansonsten im Süden passiert gar nicht mal allzu viel Sonne und Wolken im Wechsel und auch der Wind wird hier deutlich schwächer sein. Und hier kommt dann aber auch die kühlere Luft an. Ein bisschen angenehmer und wärmer bleibt es noch im Südwesten mit bis zu 23 Grad. Dann gucken wir nochmal auf den Mittwoch und Donnerstag. Das Sturmtief zieht ab, der Wind wird sich beruhigen. Es bleibt aber in dieser nordwestlichen Strömung, vor allen Dingen in der Nordhälfte und in der Westhälfte, relativ unbeständig mit einigen Schauern. Nach Süden hin sieht es dann doch besser aus. Hier bleibt es doch häufig trocken und es wird auch insgesamt ein bisschen wärmer sein als in Richtung Norden, wo es weiterhin nur so Temperaturen an die 20 Grad geben wird. Ja, und dann gucken wir halt nochmal auf das nächste Wochenende, wo sich so ein bisschen was wieder tun könnte. Ist natürlich noch ein bisschen hin.
und entsprechend auch mit Vorsicht zu genießen. Wir gucken mal auf die Wetterlage für den nächsten Sonntag nach dem heutigen ECMWF. Da sehen wir ein umfangreiches Hochdruckgebiet über Nordosteuropa, auf der anderen Seite ein Tief bei den britischen Inseln. Wer unsere Videos schon länger verfolgt, der wird dann sofort wissen, ja, das heißt, wir haben es wieder mit einer südlichen bis südwestlichen Strömung zu tun und damit erreichen uns wieder sommerlich warme Luftmassen und dann wären auch sogar Temperaturen wieder bis an die 30 Grad möglich, wenn es denn so kommt. Aber dann schauen wir auch noch mal auf das amerikanische GFS-Modell für nächsten Sonntag. Auch das hat deutlich mehr Hochdruckeinfluss wieder drin. Eine Hochdruckzone würde hier sogar vom Atlantik bis nach Osteuropa reichen und auch hier würden uns wieder deutlich wärmere Luftmassen erreichen. Also, das werden wir noch mal ein bisschen im Blick behalten in den nächsten Tagen. Ich wünsche euch erstmal noch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Ciao, ciao.